den aufreibenden Spielen und erfolgreichen Spielen der letzten Wochen war da jetzt heute scheinbar die Luft ein bisschen raus. Ja, auf jeden Fall. Der Druck war natürlich nicht mehr so da, dass man heute zwingend punkten muss. Wir haben auch im Laufe der Trainingswoche die angeschlagenen Spieler schon aus dem Trainingsbetrieb rausgenommen im Hinblick auf die neue Runde. Und von daher war heute natürlich nicht mehr die absolute Leistungsfähigkeit vorhanden. Es waren ja dann trotzdem noch, ich musste kurz vorm Spiel den Alex Zimmermann noch rausnehmen, weil er nicht konnte aufgrund einer Wadenverletzung. Der Flosse Benz war angeschlagen, hat sich aber dann doch durchgebissen, 80 Minuten. Und von der Bank waren eigentlich außer meinem Co-Trainer fast nur verletzte Spieler gesessen. Von dem her konnte man heute nicht mehr an die 100% rankommen. Ja, trotzdem wäre es vielleicht möglich gewesen, Punkte zu holen. Jetzt haben wir 1-0 geführt, dann in der Halbzeit schnell mit dem Elfmeter das 1-1 bekommen, das 2-1 bekommen und dann nach der roten Karte war es natürlich schwierig zurückzukommen, machen es 2-2 und mit dem Abpfiff dann haben wir noch 4-2 geschluckt. Das bringt uns heute aber nicht um. Das Hauptziel war einfach, die Klasse zu halten. Ich denke, das haben wir ordentlich gemacht. Hat es Sie gewurmt, dass man das Abschiedsspiel vom Metze bzw. Christoph Niermaier nicht erfolgreich gestalten konnte? Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich ein Thema in der Ansprache. Wenn ein Spieler 6 Jahre hier spielt und so toll sich immer verhalten hat und gute Leistung gemacht hat wie der Metze, wünscht man dem natürlich zum Abschied einen Sieg. Aber es war natürlich dann so, wie gesagt, vom Spielverlauf her, dass man nach dem Rückstand nicht mehr zulegen konnten. Aber ich denke, der Christoph, das ist ein erfahrener Kämpfer, der wird es verschmerzen und wird trotzdem die Zeit hier in Spielberg in guter Erinnerung behalten. Es sind ja zum Schluss ein paar Einwechslungen gewesen, die eher an ein Benefizspiel erinnert haben. Oder hatte das andere Gründe? Ja, das war schon so, ja. Wie gesagt, es war keine andere Möglichkeit da. Sie spielen wahrscheinlich auf die Einwechslung von Marius Mössner an. Der hat dann jetzt auch noch einen Saisoneinsatz in der Oberliga bekommen. Im Training spielt er ab und an mal mit, da schießt er ab und zu mal Tor. Die Hoffnung habe ich gehabt, aber ja, wie gesagt, wir konnten heute nicht mehr reagieren von der Bank her und deswegen muss man die Niederlage natürlich dann auch hinnehmen. Fazit zur Saison und Ausblick auf die nächste Saison? Ja, die Saison war sehr schwierig. Nach meiner Übernahme hier war schon so, dass wir sehr schwierige Zeiten hatten, einfach aufgrund der personellen Situation. Und zwischenzeitlich war es schon so, dass man ab und zu mal kurzzeitig dran gezweifelt hat, ob es zum Ende reicht. Wir haben uns dann immer wieder zusammengerauft und haben letztendlich das gute Ende für uns gehabt, dass wir ein weiteres Jahr Oberliga spielen. Aber es war sehr nervenaufreibend und war auch teilweise sehr schwierig, weil man natürlich auch nicht so intensiv trainieren konnte, wie man sich das oder wie man das in der Oberliga dann machen muss. Und dahingehend sind die Planungen jetzt auch gegangen. Der Band war sehr fleißig und emsig unterwegs, hat 5 Neuzugänge jetzt schon fix gemacht. Ein Großteil der Mannschaft wird hier bleiben. Wir werden den Kader vergrößern, einfach um die Trainingssituation auf andere Beine zu stellen. Und ich denke, wir werden dann im nächsten Jahr eine bessere Saison spielen wie in dieser Saison. Sie haben in der PK die Worte gebraucht, dass Sie die Daumenschrauben anlegen wollen. Also letztendlich wollen Sie auf jeden Fall etwas forcieren in der nächsten Saison. Was werden Sie versuchen zu erreichen und wo werden Sie es am ehesten anpacken? Ja gut, ich werde mir jetzt natürlich nicht auf irgendwelche Tabellenplätze hier festlegen, aber die Trainingsintensität, das war in diesem Jahr nicht gegeben, was die Grundvoraussetzung ist, um in der Oberliga erfolgreich Fußball zu spielen. Jetzt haben wir dann mehr Spieler im Kader und dann wird es ab und zu mal härtere Entscheidungen geben, dann zählt mal die Trainingsleistung. Es war im letzten halben Jahr so, dass sich die Mannschaft eigentlich fast immer von alleine aufgestellt hat, wer gesund ist, hat gespielt und es entspricht ja dann irgendwo nicht dem Leistungsprinzip. Und ich meine da einfach mit, dass man
intensiv und hart trainieren müssen. Und dann werden wir sehen, dass wir Woche für Woche eine leistungsstarke Mannschaft aufs Feld schicken. Nächste Woche Abschlussspiel in Karlsruhe beim KSC 2. Was können Sie uns über das Spiel sagen? Ja gut, jetzt werden wir wieder mal versuchen, im Laufe der Woche zu schauen, wer dann überhaupt einsatzfähig ist. Wir wollen dort nochmal einen guten Job machen. Wir werden natürlich versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wobei, wie gesagt, die personelle Situation im Moment immer noch sehr, sehr schwierig ist. Aber wir werden dort hinfahren und versuchen, unser Bestes zu geben. Und dann in den, denke ich mal, verdienten Urlaub gehen und dann mit neuer Kraft wieder in die Saison starten. Herr Hogen, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview, wünsche Ihnen viel Erfolg und ja, alles Gute auch für die nächste Saison. Vielen Dank.